Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Jedes Bild hat eine Biografie. Die Geschichten dieser Bilder handeln von Gier, Leid und Willkür und davon, wie unser Rechtsstaat daran scheiterte, das Unrecht eines Unrechtsstaats zu sühnen. Als der Fokus im November 2013 den Fall Gurlitt an die Öffentlichkeit bringt, ist der Aufschrei groß. 1 Milliarde Euro. Von einem milliardenschweren Nazischatz ist die Rede. Von hunderten Raubkunstfällen, verschollenen Werken und einem wundersamen alten Mann. Wochenlang belagert die Presse die Wohnung von Cornelius Gurlitt. Eine Taskforce wird gegründet. Die Kulturstaatsministerin verspricht Transparenz. Es fing ja an damit, dass man dem Gurlitt 2012 zu Unrecht die Bilder aus der Wohnung geholt hat. Das, was die Staatsanwaltschaft sich da geleistet hat, ist wirklich ein bayerischer Justizskandal erster Güte. Und dann wird das Ganze veröffentlicht und der alte Mann, der total unschuldig ist, wird gejagt. Und wenn man es ganz hart sieht, der wird in den Tod gejagt. Jetzt ist der Schwabinger Kunstfund, mehr Sammelsurium als Sammlung, erstmals in einer Doppelausstellung zu sehen. Im Kunstmuseum Bern und der Bundeskunsthalle in Bonn. Vom Milliardenwert spricht nun niemand mehr. Gerade mal 6 von 1500 Werken wurden als Raubkunst identifiziert. Für eine Raubkunstausstellung mager. Der jüngste Befund, ein Damenporträt von Thomas Couture, gelang erst wenige Tage vor Eröffnung. Welch glückliche Fügung. Und so ist die Schau weniger Bestandsaufnahme denn Rechtfertigung. Freilich ohne den Justizexzess auch nur zu erwähnen, schaut her, das könnte alles Raubkunst sein. Schließlich gingen die Bilder durch die Hände des Vaters Hildebrand Gurlitt. Und war der nicht tief verstrickt ins Unrecht der Nazis? Man hat Schuld, wenn man sich zum Komplize eines Systems gemacht hat, das letztendlich auf Zerstörung ausgewiesen ist. Und da ist er definitiv ganz auf der dunklen Seite der Macht. Spurensuche, Hamburg 1933. Nach der Machtübernahme klettert der Direktor des Hamburger Kunstvereins persönlich aufs Dach, um den Fahnenmast abzusägen. An seinem Haus sollen keine Hakenkreuze wehen. Die Aktion kostet ihn den Job. Der Name des Direktors, Hildebrand Gurlitt. Was soll der denn tun als gelernter Kunsthistoriker? Also rutscht er in den Kunsthandel rein, arrangiert sich da. Gurlitt zieht in seiner Privatwohnung eine Kunsthandlung auf und stellt die Künstler aus, die er liebt. Beckmann, Munk, Kollwitz, Kirchner, alles Verfemte. Im Gegensatz zu seinen Kollegen presst er keine Kunstwerke ab, nimmt nicht an Beschlagnahmungen teil, aber er kauft auch von jüdischen Familien, die zur Emigration gezwungen sind. Er ist nicht in die Wohnung gegangen und hat sich daran bereichert. Er hat bestimmte Gelegenheiten wahrgenommen. Berlin, Schloss Schönhausen. Alles, was als entartet gebrandmarkt und aus den Museen verbannt wurde, lagerte man hier, um es gegen Devisen ins Ausland zu verkaufen. Es gab hier tolle Bilder. Es gab Van Gogh, es gab Picasso, hier in Schönhausen. Und damit konnten sie gutes Geld machen weltweit. Aber die ist Hildebrand Gurlitt nicht rangekommen. Die wurden in die Schweiz zu Fischer nach Luzern gebracht und da versteigert. Das große Geschäft winkt für Gurlitt erst im besetzten Paris, als Einkäufer für den Sonderauftrag Linz, Hitlers geplantes Kunstmuseum. Er gönnt sich eine Geliebte und was er verdient, legt er in Kunst an. Dem Führer verkauft er altmeisterliche Landschaften, er selbst sichert sich Glanzwerke des Impressionismus. Was Hildebrand Gurlitt verdient hat als Kunsthändler, gerade in der Zeit, als er im besetzten Paris tätig ist, das ist so ein richtiges Spitzeneinkommen, wie es heute nur Fußballer in der Champions League haben. Wenn der mit Bildern handelt, die A, nicht geraubt sind, ja, und B, auch niemand abgepresst sind, ist ganz wichtig, ja, wenn er also mit völlig normal gehandelten Bildern ein Vermögen gemacht hat, so what? Und das Schöne ist doch noch,
Es war das Geld von Adolf Hitler. Nach Kriegsende werden große Teile von Gurlitts Sammlung in Bayern sichergestellt. Die Amerikaner schicken einige Werke direkt zurück nach Frankreich. Das meiste bekommt Hildebrand Gurlitt später zurück. Im Entnazifizierungsverfahren wird er als unbescholten entlastet. Erneut steigt er zum Museumsdirektor auf, diesmal in Düsseldorf, und rehabilitiert die Künstler der Moderne in großen Ausstellungen. Ich verstehe nicht, was in die Verantwortlichen gefahren ist, aus der Sammlung Gurlitt und aus dem Leben von Hildebrand Gurlitt plötzlich eine Art Walt Disney des Dritten Reichs zu machen, das mit der Realität nichts zu tun hat. Ich glaube, diese Ausstellung hat einen ganz anderen Zweck. Die soll ablenken davon, dass diese Leute seit 4 Jahren sich in der Grauzone der Legalität bewegen. Cornelius Gurlitt hat seinen Schatz dem Kunstmuseum Bern vererbt. Das will aber nur jene Werke, die eine lückenlose Provenienz aufweisen. Hunderte Exponate werden daher in Deutschland bleiben. Als endet das Unrecht gegenüber Cornelius Gurlitt nicht einmal mit dessen Tod.